Herzlich willkommen beim 16. Hallen-Allkreis Masters. Über 250 Peklor fanden sich im Block ein. Ja, und auch ein paar schwarz-rote Fingernägel sind darunter. Der Schiedsrichter erklärt hier nochmal die neuen Futsal-Regeln und dann ging es auch schon los. Leider lag man mit 0:1 zurück, aber Kevin Ikache gleicht hier aus nach einem schönen Zuspiel. In der darauf folgenden Ecke, Osman Sommers, Fußballgott, legt in sich zurecht den Ball, schaut, wo ist Daniel Schnadwinkel und der schiebt locker leicht ein. So schnell und so einfach kann das manchmal gehen. Hier sagt Osman Sommers Danke, eine Finte von Daniel Schnadwinkel und schon ist der Ball auch drin. Wunderbar. In der Folge gab es einige Möglichkeiten für Schwarz-Rot. Hier erneut Daniel Schnadwinkel nach einem schönen Doppelpass, spielt auch den Torwart aus, setzt ihn aber an den Pfosten. Ja, und Osman Solmaz macht es auch nicht besser, trifft den anderen Pfosten hier. Als nächstes versucht jetzt Dennis Schmidt mit der Pike und André Dell, der ehemalige Pekeloer, hält den Ball wunderbar, hervorragend. Wird auch gefeiert von den ehemaligen Mannschaftskollegen auf der Tribüne. Ja, und dann war Markus Kleinentebbe doch ein wenig sauer. Hier 3 Hallenser gegen 4 Pekeloer und sie verkürzen auf 1:3. Das geht natürlich nicht. In Überzahl muss man natürlich eigentlich ein Tor schießen und nicht eins kassieren. Aber dann machten sie es doch noch besser. Weiterhin in Überzahl, Daniel Schnadwinkel auf Marvin Heidensch, lange Ecke. Und das war dann auch der Endstand. Thorsten Herrmann notierte es richtig, 4:1 für den SC Pekeloer. Anschließend ging es in die Kabine, nur ein Spiel Pause. Man bereitete sich auf das nächste Spiel vor. Und auch die Jungs mit der Trommel stimmten sich ein auf das nächste Spiel. Letzte Anweisung vom Coach Markus Kleinentebbe an Kevin Ikache und Florian Koch. Das Spiel gegen die SPVG Versmold, dieses Stadtderby, lässt sich Hugo natürlich nicht nehmen und stimmt die schwarz-rote Wand ein auf das Spiel. Er nahm dann Platz auf der Bank des SC Pekeloer, drückt hier den Coach nochmal, herzt ein wenig den Marvin Heinsch und los geht es. 0:1 geriet man in den Rückstand nach einem Lattenkracher, aber dann schlug die Stunde des Osman Solmaz. Die schwarz-rote Rakete wird hier gezündet, zack, 1:1, die 6. Minute, schwarz-rot steht und in der gleichen Minute mit dem Anstoß quasi schnappt sich Osman den Ball wieder, guckt, wo soll er hin, in die Ecke, 1:1, stand es vorher, jetzt 2:1, die Führung für den SC Pekeloer, wunderbar. Dann wendete sich das Blatt ein wenig, Vincent Holl kommt hier auf rechts zwar gut durch, Dennis Schmidt trifft das Lattenkreuz, Marvin Heinsch stoppt hier unfair den Versmolder Spieler und sieht nicht nur den Mittelfinger des Schiedsrichters, sondern auch den Zeigefinger. Das bedeutet 2 Minuten und Überzahl für die SPVG Versmold. Ja, die Fans wissen natürlich jetzt, sie werden gebraucht und sie zeigen es natürlich auch. Versmold spielte das Überzahlspiel nicht gut aus. Hier, Dennis Schmidt kommt an den Ball, kann den Ball anschließend nochmal zurückspielen zu Roman Wenzel, der den Kapitän sieht. Und zwar vorne in die Spitze laufen, spielt ihn an und Pavel Matjewski hat hier ein bisschen Pech. Wenige Sekunden noch in Überzahl, die Versmolder spielen den Ball in die Spitze. Roman Wenzel kommt raus mit gestreckten Beinen, ja, das kann man vielleicht abpfeifen. Aber was jetzt passiert, schauen Sie mal selber. Das ist, ja, ohne Worte, ohne Worte. Der Schiedsrichter hatte die Situation schon abgepfiffen. Der Ball war im Haus. Und gleich hier der rote Karton. Keine Frage. Was anderes geht nicht. In der Zeitlupe sehen wir es gleich, wie er hier einsteigt bei Gerrit Weinreich. Der verletzt am Boden liegen bleibt. Er sucht hier nur das Foul. Gerrit musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Wir hoffen, dass es hier nur bei einer Prellung bleibt. Gute Besserung, Junge. Ja, und Pekeloer antwortete hier, spielte Fußball
und schob den Ball zum 3:1 in die Maschen. Vincent Toll, wunderbar. Es sollte nicht sein letztes Tor heute sein. Dass dennoch Versmold wieder herankommen konnte, bedarf hier einer Einzelleistung in der Spitze, schirmt den Ball gut ab und schob den Ball an Roman Benzel vorbei. 3:2, es wurde wieder spannend. Vincent Hall hier, ja, mit dem Pass auf Florian Koch, wurde abgefangen. Glücklicherweise rutschte dem Versmold der Ball ins eigene Tor. Ja, und hier jubelt wieder Schwarz-Rot. 4:2 die Führung und den Schlusspunkt setzte Vincent Hall wieder trocken. Rechts oben ins Eck. Tja, Distanzschüsse sind doch beim Futsal möglich. Klasse. Klasse auch die Frisur von unserem Hugo Hibitz nochmal gerichtet. Daniel Schnadwinkel macht es ihm vor und auch Rossmann, ja, richtet das Haupthaar kurz von unserem Hugo. Hugo hofft vielleicht sogar auf seinen ersten Einsatz. Aber hier wird zunächst die Blockfahne ausgerollt, über die Köpfe gezogen der Fans. Toll, was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat, was die Fans hier Zeit, Geld und Grips investiert haben, um so etwas auf die Beine zu stellen. Hut ab, weiter so, das macht richtig Spaß. Spaß macht auch das letzte Spiel. Marvin Heinz hier, ja, locker zum 1:0. Ja, sie konnten auch wirklich locker aufspielen, denn nach 2 Siegen aus den ersten beiden Partien waren sie schon für die Zwischenrunde qualifiziert. Hier Nico Wolter, Freistoß kurz ausgeführt. Osman Solmaz, ja, kein Problem. Das nächste Tor von ihm. Insgesamt 6-mal traf er heute für den SC Peklo. Mal sehen, wie viel es morgen werden. Wir hoffen auf einige Treffer des erfahrenen Strategen. Anschließend durfte jeder mal aufs Tor schießen. Hier kriegt Florian Koch eine schöne Vorlage von Daniel Schnadwinkel. In der nächsten Situation braucht er keine Vorlage. Er schnappt sich den Ball selber, spielt den Torwart aus und vollendet hier. Kevin Ikache allein vorm Tor. Es war wohl zu einfach. Er braucht eher die schwierigeren, wie hier zum Beispiel, als er den Torwart und den Gegenspieler noch ausspielen muss. Ja, das Zuschauen, das macht richtig Spaß. Da möchte jeder am liebsten selber mit auf das Parkett und spielen. Hugo bereitet sich hier vor, hofft auf einen Einsatz, wird aber vom Trainer auf die Tribüne geschickt. Ja, Hugo, das geht natürlich auch nicht. Auch wenn du jetzt stinksauer bist. Ja, nicht enttäuscht sein. Den kleinen Hugo, den kann man aber wieder aufmuntern. Michael Müller aus der F2 schafft es hier locker. Aber während die beiden so ein bisschen schmusen, verpassen sie das 8:2. Wahnsinn, in 15 Minuten 10 Tore. Das war aber noch nicht der Schlusspunkt. 4 Sekunden vor dem Ende fällt das 9:2. Das war der Endstand vom heutigen Tage. 9 Punkte, 3 Spiele, 6 Tore von Osman Solmaz. Ja, klasse. Die Fans waren mehr als zufrieden. Hoffen wir, dass es morgen in Bockelshausen ein gleiches Ende nehmen wird. Schwere Spiele stehen auf dem Programm gegen Steinhagen unter anderem oder auch wieder Versmold. Tja, und Hugo hat dann zum Schluss doch noch seinen Einsatz. Hier hängt er alle ab und vollendet und lässt sich von den letzten Fans, die noch auf der Tribüne zurückgeblieben sind, feiern. Also, wir sehen uns morgen in Bockelshausen. Bis dahin.